Meta hat sein neuestes Headset, die Meta Quest 3S, vorgestellt und auf den Markt gebracht. Und wenn ihr jetzt in den VR-Markt einsteigen wollt, aber nicht wisst, ob ihr die Quest 3 oder die Quest 3S kaufen sollt, dann bleibt dran, denn ich zeige euch in diesem kompakten Video die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede und gebe euch eine Kaufempfehlung. Viel Spaß! Die gute Nachricht zuerst, beide Headsets verfügen über denselben Chip. Sowohl in der Quest 3S als auch in der Quest 3 ist ein Snapdragon XR2 Gen 2 eingebaut und beide Headsets verfügen auch über 8 GB RAM. Ihr müsst euch also keine Gedanken machen, dass Spiele, die für die Quest 3 entwickelt wurden, nicht auf der Quest 3S laufen. Es laufen alle Spiele gleichermaßen. Beide Geräte verfügen über einen USB-C-Anschluss auf der linken Seite. Darüber könnt ihr die Geräte laden oder Powerbanks anschließen oder externe Geräte anschließen. Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, dass die Headstraps, die es bereits für die Quest 3 gibt, auch für die Quest 3S passen. Ich könnte also meinen Bobo VR Headstrap hier einfach an der Quest 3 abbauen und an die Quest 3S anbauen. Ihr braucht keinen extra Anschluss. Noch eine Gemeinsamkeit sind die Controller, denn es sind die identischen Controller, sowohl bei der Quest 3S als auch bei der Quest 3. Ihr habt keine Unterschiede. Hattet ihr also schon mal von der Quest 3 die Controller in der Hand, dann kommt ihr mit denen der Quest 3S sofort zurecht. Denn es gibt wirklich keinen Unterschied. Gucken wir uns die Front an, dann sehen wir einen Unterschied. Allerdings haben beide Headsets Dual-RGB-Kameras verbaut und einen tiefen Sensor, sodass ihr Mixed-Reality-Anwendungen gleichermaßen nutzen könnt. Ich konnte keinen Unterschied feststellen bei Mixed-Reality-Anwendungen. Das funktioniert auf der Quest 3S genauso gut wie auf der Quest 3. Kommen wir noch so viele Gemeinsamkeiten jetzt zu den Unterschieden. Und die findet ihr hier in den Linsen. Während die Quest 3S Fresnel-Linsen mit einem LC-Display für beide Linsen verbaut hat, hat die Quest 3 Pancake-Linsen mit jeweils einem LC-Display pro Linse. Das resultiert nicht nur in einer schlankeren Bauform, sondern auch in einem höheren Sichtfeld für die Quest 3, nämlich 110 Grad zu 96 Grad in der Quest 3S. Auch die Auflösung ist in der Quest 3 höher. Hier haben wir eine Auflösung mit über 2000 Pixeln, während wir hier bei der Quest 3 eine Auflösung von 1823 x 1920 Pixeln bei der Quest 3S haben. Das fällt tatsächlich auf und ich sage euch gleich in der Kaufempfehlung, wo es auffällt. Beide Headsets sind beim Standalone-Nutzen von Spielen allerdings gleich, weil ich bin der Meinung, dass beide Headsets mit derselben Auflösung rendern. Den Unterschied findet ihr erst, wenn ihr euer Headset an einen Computer anschließt, als PC-VR-Headset sozusagen, und der Computer mit mehr Leistung als der Snapdragon hier drin natürlich eine höhere Auflösung berechnen kann. Dann fällt euch auf, dass das Headset, also dass die Quest 3, deutlich schärfer aussieht als die Quest 3S. Außerdem könnt ihr bei der Quest 3 eure IPD stufenlos einstellen, während ihr in der Quest 3S nur drei Einstellungen habt, die ihr mechanisch einstellen müsst. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, weil ihr das einmal macht und dann habt ihr hoffentlich eure Einstellung gefunden, die ihr benötigt und sie dann eh nicht mehr ändert. Dennoch habe ich bei der Quest 3 durch das stufenlose Einstellen mehr Möglichkeiten, meinen Sweet Spot zu finden. Falls ihr Brillenträger seid, aber eure Headsets ohne Brille und trotzdem ohne Einschränkungen nutzen wollt, dann könnt ihr Linsen in eurer Stärke anfertigen lassen. Ich habe für alle meine Headsets beim VR-Optiker Linsen in meiner passenden Sehstärke anfertigen lassen. Dort findet ihr für sämtliche Headsets auf dem Markt die passenden Linsen. Und falls ihr bei eurer Bestellung 5% sparen wollt, dann nutzt den Code Kurzschluss. Link ist in der Beschreibung und jetzt geht's weiter. Welches Headset ist nun für euch das geeignetste? Denn neben den unterschiedlichen Linsen ist auch der Preis unterschiedlich. Die Quest 3S startet bei 329 Euro und die Quest 3 bei 479 Euro. Wenn ihr als reines Spielheadset das Headset kaufen wollt, dann rate ich euch zur Quest 3S. Denn es steckt derselbe Prozessor drin, ihr könnt dieselben Spiele spielen ohne Qualitätseinbußen. Und wenn ihr es als Standalone-Variante benutzt, wird sowieso in einer niedrigeren Auflösung die Spiele angezeigt. Da gibt es keinen großartigen Unterschied und da spart ihr euch die ein oder andere Mark und habt sonst keine weiteren Einschränkungen. Wenn ihr allerdings gerne Filme schaut, wenn ihr euren Remote Desktop nutzen möchtet und vielleicht in Horizon Workrooms arbeitet oder generell E-Mails und Texte lesen wollt, Dokumente bearbeiten wollt, dann rate ich euch ganz dringend zur Quest 3, denn die höhere Auflösung ist deutlich sichtbar und es ist angenehmer für die Augen, eben Filme zu schauen und Texte zu lesen.
Und auch wenn ihr das Headset als PC-VR-Headset nutzen wollt, rate ich euch auch zur Quest 3, denn die höhere Auflösung kann durch den Computer auch innerhalb des Headsets dann angezeigt werden. Hier ist also die Frage, was seid ihr für ein Typ? Seid ihr der Typ, der nur zocken will? Dann spreche ich euch die Kaufempfehlung für die Quest 3S aus. Da habt ihr keinen Unterschied, wenn ihr beide Headsets kauft, nur dass das hier deutlich billiger ist. Seid ihr aber der Typ, der auch gerne damit arbeitet, Filme schaut und sein Headset an den Computer anschließen will, dann kauft dringend die Quest 3, denn ihr habt eine höhere Auflösung, eure Augen werden es euch danken. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann hinterlasst mir ein Abo, ein Like da, helft dem Algorithmus und mir auf die Sprünge. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.